Zum dritten Azubi-Fittag luden die Stadtwerke ihre Auszubildenden an den Strandschleicher. Azubi-Fittag ist für mich eine Abwechslung zum Beruf. Mal was anderes, man geht auf Arbeit, hat aber mal Spaß, kann Sport treiben, fit halten, man sieht die Fitness der anderen, man sieht seine Azubi-Kollegen aus den anderen Betrieben. Ist eine super Veranstaltung. Also so finde ich den Azubi-Fittag richtig gut. Mir gefällt das Angebot auch, dass man sich frei bewegen kann und nebenbei auch das Bogenschießen machen kann oder Hindernislauf und sich nochmal richtig auszupowern. Mir gefällt es aktuell sehr gut. Ich bin ja jetzt schon das zweite Mal da. Man kann sich halt bei verschiedenen Dingen ausprobieren, zum Beispiel beim Bogenschießen. Ist auch sehr schwer an sich. Muss man erstmal einen Dreh rauskriegen. Ansonsten, ja. Man lernt halt auch das Spielen mit dem Team zusammen. Sehr coole Aktion, meiner Meinung nach. Ist mal was, wo man alle Azubis aus allen möglichen Abteilungen sehen kann, aus verschiedenen Unternehmen, mit denen man auch angefangen hat, bei der Starterwoche zum Beispiel. Ein guter Tag zum Austausch, Kommunikation. Kann mich nicht beklagen. Vielen Dank. Über 60 Azubis und Ausbilder kamen in diesem Jahr zu diesem sportlich aktiven Tag. Und es gibt Anregungen seitens der Azubis. Dass mal alle pünktlich kommen würden, also alle Azubis pünktlich kommen. War ja heute früh nicht so viel los, erst ein bisschen später. Aber sonst ist es eigentlich super, wie es heute ist. Anregungen gibt es ganz viele. Zum einen der Teamgeist, der Umgang mit anderen Menschen, dass man versucht, miteinander klarzukommen, sich zu helfen, die Spielregeln alle umzusetzen, wie sie vorgegeben wurden. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir selbst engagiert die Ergebnisse aufschreiben und auch dann somit zur Siegerehrung übergehen können. Fitness ist an diesem Tag gefragt. So halten sich die Azubis neben der Ausbildung fit. Ich spiele Volleyball im Verein, in Remschütz bei uns in der Nähe. Dann ja, schwimmen gehen, ins Bad, wenn schönes Wetter ist. Tanzen nebenbei noch. Relativ sportlich aktiv. Generell, um fit zu bleiben, gehe ich viel Fahrrad fahren. Spiele auch in einem Fußballverein Fußball, Eintracht Eisenberg, und habe dreimal in der Woche Training. Und ich denke, das ist als Abwechslung zum Beruf sehr entspannt und gut für den Körper. Privat treibe ich sehr viel Sport. Ich tanze nebenbei, habe auch mein Reithobby und fühle mich dabei sehr sportlich aktiv. Ich gehe 7-mal die Woche Sport machen. Also Fahrradfahren, Nahkampftraining, so laufen, schwimmen viel, Volleyball spielen und anderes noch. Und wie war der Tag? Dass wir Bogenschießen ausprobieren durften, das zum Beispiel habe ich noch nicht gemacht. Lief aber gar nicht so schlecht, bin ich selber sehr stolz auf mich. Ja, ansonsten finde ich es cool, dass es die Smoothie Bar gibt. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Es ist eigentlich ein sehr gelungener Tag. Wie Sie sehen können, hier hinten haben wir einen sehr, sehr schwierigen Hindernis. Ich habe es bis jetzt leider nicht ganz geschafft. Also es ist sehr, sehr wichtig, beim Sport auch aufs Gleichgewicht zu achten. Weil das ein sehr großer Schwerpunkt ist. Das kann ich weiterhin mitgeben. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also ich finde den Azubi-Fittag gut, weil man sich auch mal mit anderen Leuten treffen kann und unterhalten kann in anderen Bereichen. Und man sieht halt die anderen Lehrlinge, mit denen man das Jahr oder überhaupt die Ausbildung gestartet hat. Ist eine klasse Angelegenheit. Wir würden es jedes Jahr gerne wieder machen.